Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir euch wieder einmal etwas über unsere Farbmäuse erzählen. Leider sind von 11 Farbmäusen nur noch 3 übrig. Brownie und Two-Face sind leider auch verstorben und wir haben jetzt nur noch Creamy, Toffee und Cookie. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Ungezieferplage im Nagarium. Also wir wissen bis heute noch nicht, was es genau war. Es waren auf jeden Fall ganz kleine Tierchen. Die saßen überall, auch außen auf dem Nagarium drauf. Und was man noch sagen kann, die sind immer nur nachts rausgekommen. Naja, auf jeden Fall hatten wir das erstmal so versucht, irgendwie wegzukriegen. Aber die kamen halt immer wieder und so mussten wir halt einmal komplett das Nagarium reinigen. Und da kamen wir auf die Idee, ob wir vielleicht mal einen Sandbereich für die Farbmäuschen erstellen. Ja, das seht ihr jetzt gerade, die kleine Toffee, die, das sind auch so die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben davon. Die hat sich das Ganze dann erstmal angeschaut. Vielleicht fragen sich die ein oder anderen von euch, wie alt sind unsere Farbmausmädels denn jetzt? Und zwar hatten wir sie im September 2020 aus dem Tierheim Hodenhagen geholt. Und das ist jetzt ja halt auch schon fast 1,5 Jahre her. Wir wussten das genaue Alter nicht von den Farbmäusen, wie gesagt, weil die waren ja aus dem Tierheim. Aber wir schätzen mal so, dass die Mäuse ja jetzt auf die 2 Jahre zugehen. Jetzt zeigen wir euch auch nochmal einen kleinen Einblick ins Nagarium, wie wir das Ganze jetzt gestaltet haben. Hier einmal unten links das selbstgebaute Tonhäuschen, das hat ganz viele kleine Löcher. Wie man sowas baut, haben wir euch mal gezeigt, aber ich verlinke das gerne nochmal in der Infobox. Dann haben wir über den Sandbereich so ein paar Kletterseile aufgehangen und halt die Wurzel, die hing da ja vorher auch schon. Die bleibt eigentlich auch immer dort hängen. Hier seht ihr einmal die andere Seite. Dort haben wir oben auf der kleinen Erhöhung auf dieser Etage einmal das Pilzhaus raufgestellt. Das wird sehr gerne von den Farbmäusen genutzt. Und ihr seht jetzt hier die kleine Two-Face und die kleine Creamy. Two-Face hatten wir ja am Anfang des Videos schon erwähnt, die ist leider verstorben. Aber das erzählen wir euch nachher nochmal genauer. Worauf haben wir geachtet beim Umbau des Nagariums, bei der Umgestaltung, damit die, also wir haben darauf geachtet, dass die Klettermöglichkeiten nicht so extrem hoch reingehangen sind, dass sie zwar noch Klettermöglichkeiten haben, aber uns ist halt aufgefallen, je älter die Farbmäuse werden, a, klettern die ein bisschen unsicherer, vorsichtiger und deswegen haben wir gedacht, übertreiben wir das Ganze nicht. Was sie auf jeden Fall immer noch haben, sind die Buddelmöglichkeiten, das Einstreu haben wir sehr hoch reingetan und genau, aber wir denken, die haben auf jeden Fall noch viel Spaß und natürlich auch noch ein paar kleine Klettermöglichkeiten. Das sollte man denen auf jeden Fall immer lassen. Die kleine Toffee ist immer noch genauso neugierig wie vorher. Eigentlich kommt sie immer an, wenn wir das Nagarium aufmachen. Aber vielleicht erhofft sie sich auch jedes Mal ein Leckerchen, weil meistens ist es so, dass wir abends immer noch einen Mehlwurm oder einen Kürbiskern verteilen. Den füttern wir dann auch aus der Hand und ja, da freuen sich die kleinen Farbmäuse immer richtig drüber. Kommen wir nun zu der kleinen Brownie-Maus. Bei Brownie konnte man ganz deutlich erkennen, wie das ist, wenn eine Farbmaus alt ist. Also vorweg muss ich ganz ehrlich sagen, das gab für uns keinen Grund, die Farbmaus zu erlösen. Wie gesagt, bei uns muss sich kein Tier quälen, aber Brownie hat uns eigentlich gezeigt, nein, es ist noch nicht so weit, sie ist einfach nur alt. Und wir haben natürlich darauf geachtet, dass sie, also sie hat sich eigentlich nur noch so in einem Bereich des Nagariums aufgehalten. Wir haben darauf geachtet, dass sie halt Frischfutter, Wasser und Futter immer leicht zugänglich für sie war. Und genau, sie hat öfters mal eine Pause gemacht, wie ihr das jetzt seht, hat sich so ein bisschen ins Streu gelegt, hat geschlafen, aber trotzdem kam sie jeden Tag raus und ja, man hatte so den Eindruck, dass es ihr soweit noch ganz gut geht, aber halt, dass sie einfach alt ist. An dem Tag, wo die kleine Brownie über die Regenbogenbrücke gegangen ist, haben wir sie in ein kleines Nest gelegt und Mia hat sie gestreichelt, bis sie ganz fest eingeschlafen ist.
Solltet ihr zu Hause eine alte Farbmaus sitzen haben, dann kann ich euch nur ans Herz legen, sofern es ihr wirklich gesundheitsmäßig echt noch gut geht, also sie keine Atemwegsprobleme oder so hat oder keine Tumore, die ihr vielleicht Schmerzen verursachen, dann ist es kein Grund, sie zu erlösen. Es ist einfach nur eine alte Farbmaus und versucht ihr einfach das Leben ein bisschen leichter zu gestalten, aber macht ihr trotz alledem noch ein paar schöne Tage. Kommen wir nun zu Two-Face. Wie ihr vorne an der Brust erkennen könnt, hat Two-Face dort leider einen Tumor bekommen. Dieser ist auch sehr, sehr schnell gewachsen. Man sieht, ihre Atmung ist sehr erschwert und da konnte man wirklich sagen, okay, die müssen wir erlösen, weil die Futteraufnahme war nicht mehr da. Wenn hat sie nur ganz, ganz bisschen gegessen, trinken wollte sie auch nicht wirklich mehr und als wir sie zum Arzt gebracht hatten, war sie auch schon echt dehydriert. Das geht bei diesen kleinen Farbmäusen natürlich sehr, sehr schnell. Hier seht ihr nochmal Two-Face mit der kleinen Cookie. Das war halt am Vormittag, bevor wir zum Arzt gefahren sind mit Two-Face und ja, also es ist natürlich immer sehr traurig, sein Tier gehen lassen zu müssen, aber wenn die Tiere sich wirklich nicht mehr wohlfühlen, dann muss man diesen Schritt gehen.